Hallo, ich bin der Jakob. Ich bin derzeit mit zwei anderen Österreichern als Freiwilliger bei der Fundación Madre Herlinda Moises in Cartagena in Kolumbien. Das Coole dabei ist, dass meine Tätigkeit hier als Zivildienst angerechnet wird. Die Stiftung arbeitet schon seit über 50 Jahren mit gefährdeten Gemeinschaften in vielen Bereichen, darunter Kultur, Gesundheit, Bildung, pastorale Arbeit und Ökologie. Um die Arbeit im ökologischen Zweig voranzutreiben, kaufte die Stiftung 2009 ein Grundstück auf der schönen Halbinsel Barú und machte daraus die Oasis de Chaleur. Hier entsteht zurzeit ein ökologisches Bildungszentrum, das zum Ziel hat, ein größeres Umweltbewusstsein in dieser Region zu schaffen. Im Moment befindet sich auf der Oasis schon eine Gärtnerei, eine Baumschule und ein Insektenhotel. Daneben sind eine Kompostanlage, ein Bienenhaus und eine Wetterstation schon fast fertiggestellt. Wir arbeiten auch an einem Kräuter- und Gewürzgarten, einer Stelle für Vogelbeobachtung, an einer Kleintierzucht und an einem Teegarten. Außerdem soll durch das ganze Gelände ein Lehrpfad für Kinder und Jugendliche sowie interessierte Erwachsene aus der Region führen, damit bei den Besucherinnen und Besuchern das Interesse an den Pflanzen und ihrer Umwelt geweckt wird. Wie man sehen kann, sind die Tätigkeiten auf der Oasis extrem vielseitig. Ihr könnt hier eure Stärken ausspielen und euch auf die Themen konzentrieren, die euch interessieren. Dabei freuen sich alle, wenn ihr euch mit neuen Ideen und Initiativen einbringt. So wurde zum Beispiel das Insektenhotel von einem ehemaligen Freiwilligen gebaut. Mir macht vor allem die Arbeit mit den tropischen Früchten wie Ananas, Mango oder Papaya extrem viel Spaß. Genauso vielseitig wie die Arbeit auf der Oasis ist auch die Umgebung um Cartagena, das sich in der Karibik befindet und wo ein subtropisches Klima herrscht. Voraussetzungen für einen Auslandsdienst sind großes Interesse und Eigenverantwortung, sowie die Bereitschaft vor dem Aufenthalt schon Spanisch zu lernen. Falls ich euer Interesse geweckt habe, meldet euch unter diesen Kontaktdaten oder schaut auf unserer Homepage vorbei.